Karfreitag. Heute ist der einzige Tag im ganzen Jahr, wo auf dem gesamten Erdkreis nicht eine einzige heilige Messe gefeiert wird. Den Grund dafür habe ich letztes Jahr erklärt, sowie auch den Ablauf der Karfreitagsliturgie. Und wenn ihr euch das nochmal anhören wollt als Vorbereitung für die heutige Karfreitagsliturgie, so findet ihr hier unten im YouTube den Link zum letzten Jahr, wo ich versuche, in komprimierten 7 Minuten den Ablauf von der Karfreitagsliturgie zu erklären. Heute will ich nur einen einzigen Aspekt herausgreifen, und zwar den des Sühne- oder Stellvertretungsleidens Christi am Kreuz, denn darin wird der Gipfel der Liebe Gottes zum Menschen offenbar. Wer den Karfreitag versteht, der versteht das Wesen des Christentums. Und das findet ihr in einem wunderschönen Text aus dem Alten Testament, vielleicht es gibt nie den wichtigsten Text, aber ich finde diesen einen der allerwichtigsten Texte. Jesaja 53, das sogenannte Gottesknechtslied. Wenn ihr es noch nie gelesen oder meditiert habt, dann nehmt euch in diesen Tagen die Zeit, da ist das ganze Christusgeheimnis auf den Punkt gebracht. Von seiner Menschwerdung bis hin zu seinem Sterben und seinem Auferstehen und unserer Erlösung. Was lesen wir da? Wir alle hatten uns verirrt wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Das bringt zum Ausdruck den Zustand des Menschen, der im Abweichen von den Wegen Gottes im Dunkeln tappt und an den falschen Stellen nach Leben, nach Glück und nach wahrer Freiheit sucht. Wonach suchen wir sonst? Aber wir finden den Weg nicht, weil wir in der Dunkelheit geboren werden. Und dann heißt es da, doch Gott lud auf ihn, auf seinen Knecht, Christus, die Schuld von uns allen, wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, wegen unserer Verbrechen stirbt er am Kreuz, neutestamentlich dazu gesagt. Wir alle, mit Sicherheit, haben im Leben schon mal etwas gemacht, das uns so sehr belastet, dass wir es wie eine Leiche im Keller vergraben und wie eine Last mit uns herumtragen, wünschend, wir könnten das ungeschehen machen. Und auch diese Angst spürend, dass wenn die Menschen darum wüssten, die wir lieben, sie uns dafür verachten würden und wir im Zweifelsfall ihre Zuneigung verlieren würden. Wir spüren das wie eine Last, wir spüren das wie etwas, das wir gerne ungeschehen machen würden, wenn wir könnten und können es doch nicht. Und hier liegt die großartige Botschaft des Christentums, ja? Wie ich schon so oft gesagt habe, das Christentum ist keine Ansammlung von moralischen Vorschriften, du sollst, du musst, tu dies, tu das. Nein, das Christentum ist in allererster Linie die Botschaft von der Liebe Gottes, der in Anbetracht des immer größer werdenden Schuldenberges dieser Menschheit die Menschen so sehr geliebt hat, dass er Mensch geworden ist, um diese Schuld auf sich zu nehmen und mit seinem eigenen Blut zu bezahlen am Kreuz. Jesus hat sich mit dieser Last, die mich so sehr bedrückt, so sehr eins gemacht und identifiziert, dass er, wie der heilige Petrus in seinem ersten Brief sagt, unsere Schuld mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen hat, um es dort mit sich in den Tod zu reißen und vollkommen zu zerstören. So sehr zu zerstören, dass er diese meine Sünde zunichte gemacht hat. Wenn ich sie Christus gebe, wenn ich sie ihm auf sein Kreuz lege, wird sie zunichte inexistent. Ein anderes Pauluswort, 2 Korinther 5,21, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden. Oder ein anderes wunderschönes Wort aus dem Kolosserbrief 2,14. Gott hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, ja, ihr alle hattet schon mal Schulden, alles aufgelistet. Gott hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen, indem er ihn ans Kreuz geheftet hat. Dieser Schuldschein existiert nicht mehr, weil der Herr alles mit sich in den Tod gerissen hat und alles wieder gut gemacht hat. Wenn wir heute an der Karfreitagsliturgie teilnehmen und nach vorne gehen und das Kreuz küssen, ja, dann küssen wir seine Seitenwunde und legen wir nicht nur unsere eigene Schuld und Dankbarkeit da hinein, sondern die Schuld der ganzen Welt und ganz besonders derer Menschen, die wir lieben und die Christus nicht kennen. Wir können als sein Leib stellvertretend die Schuld der anderen nehmen und sie ihm hinhalten in sein Kreuz hinein.
Denn Jesus ist ja die Sühne nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünde der ganzen Welt. Und wir können und dürfen die Lasten der anderen zu ihm tragen. Und dann sagen wir ihm, dass wir ihn lieben und hören wir nie auf, ihm zu danken für das unfassbar Große, das er an uns getan hat. Und wenn wir immer noch an seiner Liebe zweifeln, dann setzen wir uns in diesen Tagen vor das Kreuz und schauen wir so lange drauf, bis die Angst vor seiner Liebe von uns genommen ist. Wer kann Angst haben vor einem Gott, der so weit gegangen ist, dass er für uns Mensch geworden ist, um für unsere Sünden an meiner Statt am Kreuz zu sterben?